Ho, ho, und damit herzliches Willkommen. Ach so, ich habe da was ganz Wichtiges vergessen. So, jetzt passt es. Hey, meine Fonds zu machen. Mir soll ja nicht jeder zugucken, wie ich gerade vlogge. Endlich ist das Paket angekommen, das schon seit mehreren Tagen an der Poststelle hängt. Und ich versuche jetzt einfach mal irgendwo die Kamera abzustellen, wo es jetzt nicht so schadet. Dort ist das schicke Paket. Das werde ich gleich mit der Schere aufmachen, die ich da bereitgelegt habe, und werde dementsprechend dann gleich mal gucken, welche 6 Päckchen ich denn jetzt inzwischen schon öffnen kann und was da alles drin ist. Das werdet ihr jetzt mitkriegen, und deswegen suche ich jetzt euch mal ein geeignetes Plätzchen, wo ich euch hier einrichten kann. So. Passt das in etwa? Nee, warte. So vielleicht. Ist aber ein bisschen. Wird da ein bisschen schräg. Ich hoffe, das schadet nicht. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Perspektive. Ich muss mich ein bisschen aufräumen. So, jetzt kommt das Schicke. Wir werden hier dieses Paket, man sieht es nicht so ganz, da. Dieses Paket werden wir jetzt auspacken und werden gucken, welche 6 neuen Türchen denn jetzt geöffnet werden dürfen. Das werden wir jetzt natürlich herausfinden, indem ich hier das Paket öffnen werde. Mal schauen, was so drin sein wird. Das Coole ist, wir haben bei uns jetzt demnächst halt so ein kleines Gespräch mit den Leuten, um zu gucken, wer denn jetzt alles durchkommt. Bei mir sieht es zwar nicht ganz so gut aus, ich hätte allerdings auch kein Problem mit, wenn ich nicht weiterkommen würde in der Ausbildung, weil mir ist das Leben ehrlich gesagt viel wichtiger. Mir ist wichtiger, die Leute zu treffen, das zu treffen, was ich für wichtig halte. Und das wurde hier schon mal perfekt mit Papier abgeschützt, damit ich nicht versehentlich in das Zeug reinreiße. Dann haben wir hier nochmal Backpapier. Gold. Oh, und hier sind schon die Pakete. Wir haben hier schon direkt vor der Nase den 6., den 3. und den 18. und den 11. Die sind schon aber allerdings noch ein paar Tage und einige Wochen hin. Den 6. lege ich mir schon mal raus, den 3. auch. Wir wollen ja alles nacheinander machen, deswegen muss ich erstmal gucken. Die Aufnahme läuft noch, das ist super. Das ist der 15., da haben wir den 24. Der 2. Muss jetzt erstmal gucken, was alles drin ist. Ach du Heilige. Diese Packung riecht auch so gut. Es riecht, als hätte wäre da so Seife mit bei, die unglaublich müffelt. Also die riecht einfach sehr, sehr intensiv. Und ich merke das allein schon daran, dass ich die aufmache. Und hier scheint irgendwas Schweres drin zu sein. Da ist die 1. 1, 2, 3, fehlt noch die 4 und die 5. Mal sehen, ob ich die auch noch finde. Hier haben wir die 8. Nee. Da ist die 19, die 17, die 13, die 14, die 9. Haben wir da sonst noch was? Hallo? Gottes Willen, ey, können wir gar nicht. Das ist der 22. Was haben wir hier? Den 10. Das kommt auch noch. Alles. Was ist das hier? Ach, den 12. hatte ich schon mal in der Hand. Was ist das hier? Der 7. Der ist morgen. Okay. Werde ich mir dann gleich nochmal oben hinlegen. Und den 8. natürlich auch. 23. Hier haben wir den 5. Fehlt nur noch der 4. Haben wir. Nummer 4 ist dabei. Ich mal den Knüppel hier wieder reinlegen und das Ganze vorsichtig wieder erstmal so zumachen, damit das irgendwo hinkommt, wo es nicht stört. Am besten einfach hier in die Ecke und dann kann ich jeden Morgen ein neues Paket auspacken. Dann können wir die Schere auch wieder zurück zur Federtasche legen. Und jetzt, meine lieben Freunde, kommen wir zu Paket 1. Kommt natürlich dafür noch ein bisschen näher. Ich glaube, ich sollte die Sachen auch mal mit rübernehmen. Also hier erstmal daneben. Zack. Ah, und hier ist Nummer 4. Super bläh. Dann werden wir erstmal Paket Nummer 1 öffnen. Bin ich mal gespannt, was drin ist. Na, komm. Und es ist. Ich glaube, das sind Socken. Ich weiß nicht, ob es man lesen kann. Berlin. Nice.
Geile Socke auf jeden Fall. Also meine Patenfamilie schenkt mir halt so ab und zu mal echt halt neue Kleidung, halt was Süßes, halt alles, was so ein bisschen so ganz random so drin ist, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Und das knülle ich jetzt. Nee, da fehlt ja noch die zweite Socke. Die werde ich jetzt mal hier hinlegen. Mal sehen, ob die nächsten Tage oder vielleicht ist es auch schon hier in den zweiten Päckchen drin, die nächste Socke drin ist. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum zweiten Türchen, wo ich auch gespannt bin, was drin sein wird. Und zwar ist drin Trommelwirbel. Die zweite Socke, glaube ich. Ja, die zweite Socke. Hier sieht man es schon. Berlin. Perfekt. Damit kann ich die Beine jetzt ineinander krempeln, so wie man das halt so künstlerisch macht. So ein kleiner Lifehack, sage ich mir jetzt einfach mal so. Dann knüllt man das Ganze hier fein, ordentlich, säuberlich zusammen, von oben nach unten. Dann hat man hier diese beiden Laschen. Und wenn man diese beiden Laschen hat, das ist eigentlich total sinnlos, was ich euch jetzt zeige, aber für die Leute, die halt Wäsche machen müssen, die das halt zusammenfalten müssen und in den Schrank packen, für die ist wichtig. Und dann nehmt ihr eine dieser Löcher und krempelt das um, stopft den Rest rein und habt das. Dann ist das komplett fertig. Lege ich das jetzt erstmal beiseite und dann kommen wir zu Türchen Nummer 3. 3, kann man lesen hoffentlich, ja. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Das ist ein bisschen was Festeres im Bestandteil. Stimmt, das ist Seife oder so. Auf jeden Fall riecht das schon mal ganz gut. Okay, was haben wir da? Nee, ist nicht wahr. Wie cool ist das denn? Die haben mir einfach eine Kerze geschenkt. Ah, geil. Die darf ich hier leider nicht anzünden. Das ist zwar echt nett, aber die darf ich hier nicht anzünden. Die nehme ich dann einfach mit nach Hause. Warte mal. Ich kann das ja auch erstmal so reinstecken. Und dann nehme ich die mit nach Hause und dann zünde ich die da einfach mal an. Weil hier im Internat darf man das nicht wegen halt den Alarmsicherungen, die hier mit drin sind. Das stelle ich mal. Weil die Socke kann ich hier lassen, weil die brauche ich ja ab und zu auch mal wieder zum Anziehen. Dann werde ich mal gucken. Tag Nummer 4. Number 4. Bin ich ja jetzt mal gespannt, wie ich das Ganze ohne Schere öffnen werde. Ich meine, ich habe die ersten drei ja auch ohne Schere geöffnet. Nummer 4 ist nun mal sehr, sehr klein. Was mich natürlich wundert, weil wer weiß, was könnte denn da drin sein? Bin mal extremst gespannt. Ach, so Kleinfummel. Ist das hin? Nicht, dass ich das Päckchen kaputt mache, oh Gott. Also, irgendwie knack. Das hätten wir. Zack. Oh. Ja gut. Schenkt die mir einfach noch Streichhölzer zu. Werde ich mal gleich irgendwo bunkern, damit die aus die anderen nichts davon mitbekommen. Wir haben so ein kleines Fach. Da kriegen die das zum Glück nicht so richtig mit. So, dann wird das nämlich mit nach Hause genommen. Alles, was hier halt anbrennt und halt nicht angezündet werden darf, das nehme ich einfach mit nach Hause. Und dann wird das kein Problem sein. So, Paket Nummer 5. Komm mir noch irgendwann den Nagel selbst in den Finger. Ich bin echt. Oha! Oha! Was so wohl drin sein mag, lässt mich erstaunen. Winternudeln. Ich bin selber ehrlich gesagt nicht so der Fan von selbst was kochen, aber ich glaube ehrlich gesagt, bei Teigwaren aus Hartweizengrieß mit Spinat und Tomatenpulver. Die Nudeln in reichlich kochendes salzendes Wasser geben, 1 Liter Wasser je 100 Gramm Nudeln und ca. 9 bis 10 Minuten leicht sprudeln. Kochen lassen, bis die Nudeln al dente sind, gelegentlich umrühren. Anschließend
Ich mache mir etwas Butter oder Öl zuschwenken. Okay. Also haben die mir einfach mal Nudeln geschenkt. Finde ich auf jeden Fall mega klasse. Lege ich einfach jetzt auch mal zu den Socken, weil es gerade wieder so passt. Und jetzt kommen wir zu Nummer 6, dem letzten Teil. Und wir sind schon bei Rollerteil 10 Minuten. Und ich werde sowieso nicht schneiden, weil ich einfach ein voller Sack bin. Und Live-Reaktionen wäre doch auch ganz cool. Jetzt mal das komplett mit Rücken. Alter! Ich weiß schon, was für eine Sorte Schokolade das sein wird. Die Hello von Lindt. Geil, vor allem mit dieser freshen Sonnenbrille hier. Sieht man das vielleicht ganz gut? Hier diese unglaublich geile Sonnenbrille. Und dann hier dieser schöne Schriftzug. Sehr, sehr cool. Sehr geil. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächsten Tage, was noch kommen wird. Die werde ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, vorstellen. Und damit soll es dann auch gewesen sein mit dem Vlog. Ich würde an der Stelle sagen, das soll es von dem Vlog gewesen sein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich wünsche euch noch einen fantastischen und umfangreichen Tag. Euer Daniel.